Mal wieder ist eine kleine Raritätenbestellung angekommen. Wieder geöffnet. So, ja, schöne Maus. Sehr sorgsam eingepackt. Entfernen wir erstmal ein bisschen Papier. So, ein bisschen was sieht man schon. Fängt mit alten Bo Peep Lady Quackern. So, noch ein bisschen Papier. Machen wir mal hier mit dem größten weiter. Die Nikko Sunshine Batterie, Kaliber 18 mm. Jedoch, ja, das sind vielleicht 10 mm hier, die Innendurchmesser der Rohre. Sehr dick noch. Ja, meine erste Raritäten, Batterie. Einmal Harzer V-Knaller und einmal Harzer Knaller. Viermal die Vulkanfontäne von Silberhütte mit dem Sternlogo. Einmal die Kuku Kuku von Komet mit der West-Berlin-Regelung. Okay. Dann hier ist ein kleines Paket, Päckchen. Was ist da drin? Ah, da sind die Kubis drin. Es dürften 5 Stück sein. Ja. Schöne alte Kubis mit dem Moog Nico Hahn. Kanonschlag B. Recht schwer und klein, die Teile. Das Ganze 5-mal. Noch schön verklebt. So, dann haben wir hier noch ein paar Raketen. Haben wir viermal die Color Star von Nico. Alte Schüttrakete mit meist langanhaltenden Stern, ganz schön. Das einzige, was keine Rarität in diesem Paket ist, die Jorge Diabolo JR2. Jede Farbe zweimal, wie es auch im Set ist. Und noch viermal, oh, hier ist schon eine abgebrochen, leider. Viermal die Sky Monkey. Monkeys von Nico. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Dann werden wir jetzt nochmal alles ausbreiten und bis gleich. So, nun nochmal alles ausgebreitet. Fangen wir mal hier links an. Die Vulkanfontäne viermal. Dann alte Bo Peep Lady Cracker. Fünfmal kubischen Kanonschlag B von Moog Nico. Kuku Kuku von Komet, die Sunshine Batterie von Nico, einmal Harzer Knaller, einmal Harzer V-Knaller, viermal die Sky Monkey, viermal die Color Star und dann alle JR2 Raketen. Ja, das war's. Kleine feine Bestellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr lasst ein Like da.